So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Ja, wir machen auch hier gleich weiter. Ich hoffe, ich habe gespeichert, aber müsste eigentlich. Beim letzten Mal haben wir ja die Hexe für Uruya platt gemacht. Genau, und deswegen sind wir hier. Entschuldigung, wenn ich nebenbei hier ein bisschen rum, Dingsbums, ein bisschen rumschnabuliere. Aber der Aldi hat gerade um die Ecke Schokolinsen im Dingsbums im Sonderangebot. Und, oh, so geil. Folgendes, was ich noch auf jeden Fall sagen wollte, ist nicht unwichtig, dass zwischen Part Nummer 23 und 24, dass sich da die Spielstände komplett ändern und das Spiel dann oder die Spielstände selbst verändern, hat einen Grund. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwas umgeändert habe, sondern liegt einfach daran, um auf den Kommentar nochmal einzugehen, Part 22 ist Ende, ich glaube irgendwann 2018 rausgekommen, hochgeladen und das andere dann fast ein Jahr später. Und das lag daran, in dieser großen Zeitspanne hatte ich habe ich meinen PC, gewechselt, habe ja einen neuen Rechner bekommen, habe ich ja im Stream schon öfters gesagt. Und mir ist dann während des Datentransfers ist mir ein alter USB-Stick kaputt gegangen, wo auch der ein oder andere Game-Spielstand drauf war, unter anderem auch Vampire's Dawn. Das bedeutet, ich musste von vorne alles nochmal nachspielen. Und ich habe da ein bisschen geschlurrt, bedeutet, ich habe mir die Let's Plays, die auf YouTube hochgeladen sind, nicht angeguckt und habe den Spielstand versucht 1:1 nachzumachen, sondern habe einfach geguckt, okay, wo in der Story war ich, was habe ich schon abgeklappert an Städten und fertig. Deswegen ist jetzt diese Gruppe hier mit Valner, Elaine und Aska ein bisschen anders da als zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Playlist komplett reinzieht und das halt mal durchguckt, merkt man den Unterschied. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Das lag einfach nicht daran, dass ich irgendwie was umgeändert habe oder irgendwas gecheatet habe. Obwohl der Kommentar ziemlich frech gewesen ist. Sondern liegt einfach daran, dass ich anderen Spielstand nachspielen musste und nicht 1:1 nachgespielt habe. Naja. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier weiter. Finden Aufenthaltsort zur Praxis. Aber wir finden heraus, wer der Auftraggeber von Sir Este ist. Das weiß ich noch. Ansonsten, jo. Stimmt. Das wollte ich ja beim letzten Mal machen. Ich werde jetzt... Wir haben ja beim letzten Mal die Inseln abgeklappert und dann noch die Hexe mitgenommen. Das war soweit dann auch in Ordnung. Was haben wir denn noch? Blauer Stein. Zwei blaue Steine und einen schwarzen Stein. Hier in der Nähe ist ja der Schattenwald. Da können wir eigentlich direkt nochmal hin. Dann kann ich den schwarzen Stein gerade abgeben, wenn ich hier in der Nähe bin. Und zum Wasserschrein will ich nochmal. Geist! Was? Geist! Ah, endlich! Ich bin ja keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, den ich meine Kräfte... Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Alles klar, super. Ja, Dauer der Golem-Beschwörung, das ist soweit in Ordnung. Meine Frage ist jetzt nur, habe ich im vorherigen Spielstand den schon abgegrast oder nicht? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich meine schon, sonst hätten wir hier gar nicht die Aisha klatschen können. Da war ich letztes Mal wahrscheinlich tagsüber da. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein... ein Schattenschrein, wo wir den schwarzen Stein reinschmeißen können. Allerdings weiß ich nicht ganz, was der Schattenschrein für Auswirkungen hat. Ich habe nämlich nur Feuer gibt Angriff. Wind könnte Abwehr geben. Wasser gibt bestimmt Mentalität. Und Licht gibt... Och, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Es gibt auf jeden Fall 5 Schreine. Und ich bin einfach mal gespannt. Wie überrascht den Gegner? Super. Todesblume easy. Kein Problem. Auf jeden Fall habe ich vor, so langsam jetzt die Eiskontinente anzugehen. Und vielleicht könnten wir dann schon mal anfangen. Und
wie heißt. Oh, komm schon, ernsthaft. Vielleicht das ein oder andere Story-Element schon abklappern. Ich weiß nur nicht ganz, ob ich das in diesem Part schaffe. Von daher bitte ich diesbezüglich nochmal. Ja, hier war ich schon. Hier habe ich die rote Truhe abgegrast. Super. Jetzt muss ich eigentlich nur diese komische Höhle finden. Ich probiere es mal, indem ich hier als Wolf entlang laufe. Man munkelt zwar, dass man weniger Gegner auf der Oberfläche trifft, also random Gegner, wenn man irgendwie verwandelterweise ins halt durch die Gegend läuft. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz glaube ich das nicht. Wenn ihr das Klackern hört, dann liegt es daran, dass ich Dingsbums benutze. Den Controller benutze ich gerade. Also wie gesagt, bei den RPG-Maker-Spielen generell, die haben alle eine relativ ähnliche Tastenbelegung. Pfeiltasten und die Eingabetaste. Und mit dem Programm, mit dem Freeware-Programm Joy2Key kann man sich so einen Joystick halt auch einrichten. Und daher habe ich das halt mit dem gemacht, weil der Steuerkreuz hier durch das Mario 64 ein bisschen ausgeleiert ist. Deswegen benutze ich halt hier das Steuerkreuz und hier die Sachen. Aus irgendeinem Grund sind die beiden Tasten gleich und naja, ist egal. Ich bin müde, nimm meine Kraft und leb wohl. Was steigert der mir denn jetzt? Wolfsverwandlung, na gut. Ich glaube, hier kann ich den schwarzen Stein reinwerfen. Obwohl ich das eigentlich dann war das nicht die Höhle. Hä? Hab ich mich da geirrt? Ich war mir ziemlich sicher, dass hier noch ein Dingsbums drin ist. Wie gesagt, ich bin kein Oberpro in diesem Spiel. Ich hab's einfach nur casual-mäßig total genossen. Die Frage ist halt nur, ob der Schattenwald wirklich auch den Schattentempel beinhaltet. Oder den Schattenschrein. Mal überlegen. Ich weiß, dass es hier ein Story-Event gab. Und dass wir hier Dingsbums auch Raisha getroffen haben, aber ich war mir relativ sicher, dass hier auch dass dieses Loch da eben irgendwie den Schattenschrein darstellen soll. Bin mir aber nicht sicher. Aber weißt du was, wir machen so. Ich gucke später nochmal nach der Aufnahme. Und suche dann nochmal, bevor ich jetzt hier Stunden rumeier. Ist natürlich auch für euch ein bisschen blöd. Ansonsten werde ich nochmal in den Wasserschrein gehen. Ich habe aus irgendeinem Grund noch zwei blaue. Ich meine, beim letzten Mal hatte ich den Feuerschrein gemacht, genau. Wo war denn den Wasserschrein hatte ich, aber da hatte ich noch nicht den blauen Stein, beziehungsweise einen blauen Stein. Und habe dann bei der Hexe noch einen gefunden. Genau, so war das, glaube ich. Und daher, wir könnten eigentlich hier oben lang. Die Weltkarte ist eigentlich ganz lustig gemacht. Wenn du nämlich oben rausgehst, kommst du unten wieder. Wenn du oben aus der Karte rausgehst, kommst du unten wieder hin. Auf jeden Fall. Hier ist der Feuerschrein, ne? Ich bin mir sicher, dass hier der Feuerschrein war. Ja. Okay. Dingsbums, der
Stimmt, genau. Ich hatte nur einen blauen Stein. Da wollte ich den Wasserschrein diesbezüglich nicht einfach mitnehmen. Hier außen, das habe ich aber abgegrast. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass... Ja, genau, das habe ich gemacht. Bin aber nur nicht hier reingegangen. Alles klar. Super. Sieht schon eher wie ein Friedhof aus. So, wer müsste denn mal... Nein, meine Dingsbums sind leer. Ich habe mich auch gleich natürlich fett eingedeckt mit Schokolinsen. Genau, Wasserwächter, so war das. Folgendes. Beim letzten Mal, stimmt, habe ich den zwar besucht, um nachzugucken, aber hab's nicht zu Ende geführt. Stimmt, da war was. Auf jeden Fall jetzt Wasserschrein, weil wir zwei blaue Steine haben. Blau könnte mit... What? So, Walner könnte noch ein bisschen nuckeln. Wie gesagt, das mit dem Spielstand, dass der halt anders ist, liegt halt am Stand der Dinge. Da ist halt ein bisschen Malheur passiert und allem drum und dran. Naja. Aber ich denke mal, das wurde dann auch geklärt. Hallo? What? Ist das dein Ernst? Boah, ist das mies. Ich glaube, die haben da unten irgendwo einen Dingsbums reingesetzt. Einen Geheimgang. Und diesen Geheimgang haben sie dann komplett durchgezogen. Och, das ist schon mies versteckt. Aber lustig. So, ich krieg so gut wie keinen Damage. Na gut, natürlich die Wasserwächter sind jetzt auch nicht unbedingt die stärksten Monster. So, Truhe nehme ich noch mit. Ich probiere es wirklich mal mit Dingsbums. Wie heißt es mit einer Verwandlung? War nur die Frage, ob ich als Fledermaus oder als Wolf hier lang will. Ich probiere es mal als Fledermaus und gucke einfach mal, wie die Zufallskämpfe sich verhalten. Lebensrune. Kriegt natürlich alles der Walner. Oh, Kapazität plus 5. Geil. So, Fertigkeit. Fledermausmantel. Nachtgewohnte für den Auserkoren. Och, komm schon, ernsthaft? Okay, dann kann das... Nee, da kann das eigentlich da nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch einen Geheimweg gibt, um zu dieser Truhe zu kommen. Also bis jetzt geht's noch, aber ich will jetzt innerhalb von einer knappen Minute oder zwei will ich jetzt keine großartige Prognose erstellen. Von daher... Jo. Ist es auf der Treppe? Anders kann ich mir doch nicht vorstellen, wie man in diese Truhe kommen soll. Ja, die Wasserwächter sind eigentlich fast nichts. Ah, okay. So, Heilelixier erhalten. Super. Ich versuche natürlich so viele Geheimnisse, wie es geht, mitzugehen. Warum man in diesem einen Raum kann und da nichts ist, weiß ich nicht ganz. Ach ja, Asgard, du dreckiger Glückspilz. Du Lümmel. Der hatte ganz schön Glück gehabt, der Kerl. Dass wir da diesen Vampirsegel gefunden haben. Naja, ich hoffe, dass ich die Vampirkrallen und den Vampirsäbel noch bekomme. Ansonsten muss ich halt ohne klarkommen. Wie gesagt, es wird kein großartiger 100% Run. Ich versuche halt mitzunehmen, was geht. Zu erkunden, was geht. Ist aber jetzt kein Muss. Das bedeutet, ich bin ja jetzt ganz entspannt, was das angeht. Von daher... So, was haben wir denn hier? Bluttrank. Na, kriegen wir es hin? Super. Ja, ich habe
gerade auch keine Ahnung, was ich so krass, großartig berichten soll und kann und pipapo, hast du nicht gesehen. Der war aber kurz. Na gut. Ich schmeiß mal den blauen Stein ins Wasser. Ich wusste's. Blaues Intelligenz, okay. Super. Es geht eigentlich. Intelligenz, ja, ich mach's nochmal mit einer Fledermaus, mit einem Fledermausmantel. Weil ich doch so ein bisschen, es ist nicht viel, was man da an Gegnern weniger trifft, aber es ist schon nennenswert. Also schon minimal, würde ich sagen, aber es macht schon Unterschied. So, super, dann haben wir auch mehr Intelligenz. Walner ist jetzt bei 216, wow. Das hätte ich nicht gedacht, dass der schon so hoch ist. Ich dachte, ich hätte so knapp 200. Ja, doch, knapp 200. Dann hat er noch ein paar Level-Ups bekommen. Stimmt, da war was. Naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt in die Eisdinger rein. Einfach mal gucken, was die Eisinseln so beherbergen. Vor allem haben wir da noch eine Quest. Und dann könnte ich eigentlich mal gucken, dass ich die Gebirge in Lim nochmal ein bisschen unter die Lupe nehme. Weil ich glaube, da geht es mit der Story weiter. Hier unten gibt es nichts, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Nö. Nur eine Schneefliege. Aber wir wissen ja, Insekten haben kein Blut. Selbst als Vampir sollte man da ein bisschen... Dingsbums, ein bisschen... Geschmack haben. Esrik. Das war Piniranis, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn hier in Esrik? Wie lange sind wir denn schon am Aufnehmen? Wir sind schon eigentlich fertig. Ich würde sagen... Müssen wir kurz den Titel aufschreiben. Ich würde sagen, dass ich das nicht ganz so lange mache. Mache ich hier gar nicht so großartig jetzt rum, sondern heb mir das einfach fürs nächste Mal auf. Zur Sicherheit speichere ich einfach mal. Man weiß ja nie, was reinkommt. Ja, ist dies das Ende vom Anfang? Oder ist dies der Anfang vom Ende? Ach, Walner. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part direkt weiter im Anschluss. Und, ja, cheerio. Ja, 18 Minuten, das passt. Wir müssen die Parts nicht immer so lang machen. Ciao.